Ja, hallo Leute, grüße euch bei meinem neuen Videoblog. Und ja, ihr habt das eh schon gesehen, es geht um den Ozon XX Lite 2. Und ja, das ist ein Rucksack und da ist alles drin, der XX Lite 2. Ein Innenpacksack, in dem der Schirm drinnen ist, ein bisschen Luft ist auch noch drinnen. Da geht Gurtzeug, sogar mit Rettungsschirm würde ich sagen, vielleicht eine dünne winddichte Jacke rein, also für einen schnellen Walk-and-Fly-Trip zum Raufrennen am Berg, würde ich sagen, geht sich das schon aus. Ja, wie ihr ja wisst, hatte ich ja schon einen Videoblog über den ersten XX Lite gemacht und der ist auch recht gut angekommen, ist schon weit her. Und das ist jetzt eben der Nachfolger. Und da gibt es schon einige markante Unterschiede zum ersten XX Lite. Und die möchte ich euch natürlich im folgenden Video dann auch zeigen. Also da hat sich schon einiges getan in der Entwicklung von den Single Skins. Und ja, und Ozon hat ja immer wieder gesagt, leichteste Gleitschirmausrüstung, leichteste Fluggerät. Naja, das hat sich mittlerweile ein bisschen überholt. Ein Mitbewerber hat eine leichtere Ausrüstung rausgebracht, also einen leichteren Singleskin. Und der ist so um 20, 30 Decker, was ich im Kopf habe, leichter. Naja, nur die Frage ist, was fliegt besser? Funktionalität oder doch ein bisschen mehr Leistung? Und ja, naja, es wird sich die nächste Flugsaison sicher rauskristallisieren, was da das interessantere Konzept ist. Lass man sich überraschen, man wird es ja sehen. Ja, ich konnte den XX Lite leider Gottes dank des bescheidenen Wetters, das bei uns die letzten Tage hier herrscht, nur einmal fliegen, aber dieser Flug war sehr, sehr aussagekräftig und hat mich und nicht nur mich, auch andere Flieger, die da in der Luft neben mir hergeflogen sind, sehr überrascht. Nun, das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Schauen wir sich das einmal in den folgenden Video genau gemeinsam an. Viel Spaß damit einmal. Bis dann. Und da liegt er schon, der XX Lite 2 von Ozon. Ein wenig Tuch, würde man sagen. Ich hatte die 18er Größe des XX Lite 2 hier zur Verfügung und mit der Flächenbelastung von ca. 95 kg bin ich den Schirm geflogen. Warum? Werdet ihr zum Schluss sehen. Konstruktiv gibt es da eine Menge Unterschiede zum ersten XX Lite. Was als erstes gleich einmal auffällt, ich möchte mal so sagen, sind die vermeintlichen Zellöffnungen. Diese Zellen nennt Ozon Tubes. Und zwar deshalb, weil diese hinten nahezu offen sind. Nahezu deshalb, weil die am Ende noch ein kleines Täschchen haben, so wie es früher der erste XX Lite 2 an der Eintrittskante hatte. Wie ihr es sicher schon gesehen habt, hat der XX Lite 2 auch Stäbchen an der Eintrittskante, denn diese versteifen den vorderen Teil des Flügels und bieten eine schöne Eintrittskante. Und nun zu den Tragegurten des XX Lite 2. Ja, wenn man da von Tragegurten sprechen möchte. Es sind im Grunde stärkere Dynema-Leinen. Und ja, ihr seht richtig, der XX Lite 2 hat einen Beschleuniger. Mit kurzem Weg, aber doch. Alles ist gewichtsoptimiert. Das sieht man an den Bremsschlaufen und deren Klettbefestigung. Die Gewichtsoptimierung geht natürlich auch bei dem mitgelieferten Rucksack weiter. Dieser ist ausreichend groß, dass hier ein Leichtgurtzeug, sprich Stringgurtzeug, mit Retter noch locker hineingeht, vielleicht sogar noch eine dünne, winddichte Jacke. Kommen wir nun zu den Handlings- und Flugeigenschaften des XX Lite 2. Das bisschen Stoff ist schnell ausgelegt. Bei den Leinen sieht die Sache dann schon etwas anders aus, besonders wenn man vielleicht vorher nicht so sorgsam war mit dem Zusammenlegen des XX Lite 2. Denn bauartbedingt hat ein Singleskin schon mehr Leinen als ein herkömmlicher Paragleiter. Und im Zusammenhang mit den dünnen Leinen und vor allem auch den sehr dünnen Tragegurten sollte man bei den Startvorbereitungen sehr genau sein, um danach keine Überraschungen zu erleben. Dies betrifft vor allem das Aufnehmen der Bremsleinen und das Einhängen des Beschleunigungssystems. Da kann einiges schiefgehen, da ist Genauigkeit gefragt.
Nun zu den Starteigenschaften des XX Lite 2. Dank des extrem geringen Kappengewichts des Schirms steigt diese sehr rasch und verzögerungsfrei über den Piloten, aber ohne die Tendenz zu haben zu überschießen. Und trotz der sehr geringen Fläche, 15 Quadratmeter projiziert, trägt der Schirm außerordentlich schnell. Und was mir auf den ersten Flugmetern sofort aufgefallen ist, ist die deutlich höhere Trimgeschwindigkeit zum ersten XX Lite und auch, dass der Schirm sehr gut auf Gewichtsverlagerung reagiert. Nun, wie schon eingangs erwähnt, zu der hohen Flächenbelastung, mit dem ich den XX Lite 2 geflogen bin. Ihr habt es ja sicher schon gesehen. Ich bin den Schirmklassen unüblich, weil ich kein anderes Gurtzeug zur Verfügung hatte zurzeit, mit einem Liegegurtzeug geflogen, und zwar mit dem Ozon Forza. Naja, warum eigentlich nicht? Zu dieser Jahreszeit war das ja recht angenehm. So, und wieder zurück zu den Flugeigenschaften des XX Lite 2. Und da ist auch zu erwähnen, dass das Kurvenflugverhalten, sprich Handling, entgegen des Vorgängermodells deutlich gewonnen hat. Also der Schirm ist sensationell, wie der um die Kurven geht und dabei auch kaum gräbt. Man hat das Gefühl, man kann den XX Lite 2 direkt am Stand umdrehen. Mag sein, dass es auch fast funktioniert. Und auch passend zu diesem sehr schönen Kurvenflugverhalten des XX Lite 2 ist der geringe Bremsleinendruck. Es bedarf auch nur wenig Bremsweg und auch wenn man es dann mit Gewichtsverlagerung noch kombiniert, dass der Schirm eben, wie schon gesagt, wirklich zackig um die Ecke geht. Und da stellt sich doch gleich einmal die Frage, wie fliegt denn sonst der XX Lite 2? Ja, auch im Gleiten hat dieser Flügel gegenüber dem Vorgänger deutlich zugelegt. Ich würde mal schätzen, so um die Gleitzahl 8 wird sich das schon einpendeln. So sehe ich das persönlich, kommt der XX Lite 2 schon herkömmlichen Ultralight-Gleitschirmen recht nahe. Ein ansprechendes Gleiten, eine hohe Trimgeschwindigkeit, ein gutes Kurvenhandling mit auch geringem Sinken in der Kurve, also sprich gute Steigleistungen. Naja, das sind alles sehr gute Habenpunkte für den XX Lite 2. Und was hier auch noch dazu kommt, der XX Lite 2 hat ein Beschleunigungssystem. Auch wenn bauartbedingt der Beschleunigerweg nicht besonders lang ist, aber 5 km/h plus, das ist nicht zu unterschätzen, bringt diese auch. Und das Feine daran ist, im beschleunigten Flug bricht die Gleitleistung des XX Lite 2 kaum ein. Ozon sagt auch, dass der XX Lite 2 zum Vorgänger hingesehen deutlich komfortabler zum Fliegen ist. Das kann ich zwar bestätigen, aber dennoch, Singleskin typisch lässt einem der Schirm nicht im Unklaren, was die Luft um einen so herum macht. Aber dabei wirkt der Schirm nicht nervös und unruhig, das muss schon gesagt werden. Unterm Strich würde ich sagen, ist der XX Lite 2 keine reine Abstiegshilfe mehr, sondern auch nach Walk oder Climb and Fly bietet dieser Schirm einen gewaltigen Flugspaß. Überall da, wo es um geringes Gewicht und vor allem auch um sehr geringes Packmaß geht, der sollte sich einmal den XX Lite 2 etwas genauer ansehen. Denn dieser Single Skin könnte eine richtige Alternative zu den herkömmlichen Ultraleicht-Gleitschirmen sein. Ja, da war ja noch was, das Landeverhalten des XX Lite 2. Ozon sagt ja, dass das Flare-Verhalten des neuen deutlich besser sein soll als beim Vorgänger. Ich sag einmal jein. Von richtigen Flare-Verhalten, wie man es bei herkömmlichen Schirmen gewohnt ist, denke ich, kann man auch bei diesen Schirmen nicht wirklich davon reden. Aber dank des sehr, sehr guten Handlings des XX Lite 2 kann man sich auf die kleinste Landewiese reinzirkeln. Und das ist im alpinen Fliegen ein Riesenvorteil.
Ich persönlich finde den XX Lite 2 als eine sehr interessante Konstruktion. Mal schauen, wie es da mit den Single Skins weitergeht. Ach ja, der XX Lite 2 hat eine D-Einstufung. Warum das so ist, findet ihr auf der Ozon Homepage. So, und das war schon wieder mit dem Videoblog. Und ich hoffe, er hat euch gefallen und konntet ein bisschen was über den Ozon XX Lite 2 erfahren. Momentan gibt es ja noch nicht allzu viel im Netz zu sehen und zu lesen und zu hören. Vielleicht war das doch ein bisschen eine Information. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, und wenn er zu überhören und zu übersehen war, hat mir der Schirm sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem insofern auch sehr überrascht, da ja offenbar der Unterschied zwischen den herkömmlichen Ultralight-Gleitschirmen und sogar den normalen Gleitschirmen und den Single-Skin offenbar anfangen zu schmelzen. Also da ist nimmer mehr so viel Unterschied zu den herkömmlichen Schirmen. Also muss sagen, das war eine Überraschung, obwohl es nur ein Flug war. Also das war recht überzeugend, kann ich nur sagen. Also das war toll. Wäre sogar ein bisschen länger gegangen zum Fliegen, aber mir war kalt, kann man sagen. Das war halt, aber deswegen ist es auch gut zum Fliegen gegangen. Na gut, hoffe das Video hat euch gut gefallen. Wenn dem so ist, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Herzerl oder einen Daumen hoch, je nach Format, wo ihr gerade schaut, da lassen würdet. Das motiviert natürlich, wie immer. Oder vielleicht ein paar Zeilen drunter. Das wäre toll. Wenn es Fragen gibt, beantworte ich sie, sobald ich kann, natürlich gerne, wie immer. Bleibt mir eins zu sagen, bis zum nächsten Videoblog. Wer weiß, was das nächste Thema ist, lasst euch überraschen. Ich weiß es selber noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Da sind ein paar Sachen ausständig, wenn wir schauen, wie es sich ergibt. Zum Teil auch ein bisschen wetterabhängig, werden wir sehen. Prognosen schauen schon wieder nicht besonders toll aus. Weihnachten steht auch vor der Tür. Schauen wir mal, ob es noch einen Blog dieses Jahr gibt oder erst dann im nächsten Jahr. Schauen wir mal, lasst uns überraschen. Bemühen tue ich mich, dass es noch einen gibt. Schauen wir mal. Leute, bleibt mir eins zu sagen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart, es hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, servus.